Zum erneuten Male, muss man sagen, geisterte vor ein paar Tagen die Nachricht durchs Internet, Boeing würde laut über eine Neuauflage der Boeing 767 nachdenken. Neuauflage ist in diesem Fall so zu verstehen, man nimmt das alte Flugzeug und schraubt neue Triebwerke drunter. In der Vergangenheit gerne gelebte Praxis bei den Flugzeugherstellern, funktioniert mal ganz gut, mal eher weniger gut. Und wir klären heute mal, warum das zum aktuellen Zeitpunkt mit einer Boeing 767 besonders interessant sein könnte, was das überhaupt für ein Flugzeug war bzw. ist und wie jetzt eine solche Neuauflage aussehen kann. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Boeing 767 ist schon bekannt als Dauerbrenner auf der einen Seite, aber auch durchaus bekannt als mittlerweile in die Jahre gekommenes Flugzeug. Diese Maschine war oder ist lange Zeit das Arbeitstier der amerikanischen Fluggesellschaften gewesen, um Passagiere über den Atlantik zu bringen, ohne dabei die großen Hubs miteinander zu verbinden. Das ist dann doch eher den nochmal größeren Flugzeugen vorbehalten. Aber gut, nichtsdestotrotz kam es dann dazu, dass die Boeing 767 lange Zeit das Passagierflugzeug war, das die meisten Atlantiküberquerungen auf dem Konto hatte. Und in die Jahre gekommen deswegen, weil viele Fluggesellschaften, gerade amerikanische Fluggesellschaften, länger Boeing 767 als Teil ihrer Flotte hatten, als sie es eigentlich mal geplant und erwartet hatten. Delta, American oder auch ganz hier in der Nähe British Airways haben oder hatten Boeing 767 in der Flotte, die durchaus eine ganze Zeit, das kann man schon so sagen, mit einem etwas veralteten Produkt durch die Gegend geflogen sind und dann von der Fluggesellschaft doch auch eher auf den etwas unpopulären Routen eingesetzt wurden. Die Flugzeuge von Austrian Airlines oder von Condor, die kann man an der Stelle da mal rausnehmen, die sehen von innen dann doch nochmal etwas frischer aus. Auch das sind mittlerweile alles ziemlich alte Flugzeuge. Condor genauso wie auch Austrian Airlines müssen sich auf kurz oder lang um eine Alternative bemühen. Nichtsdestotrotz haben die Boeing 767 dort einen ganz anderen Stellenwert in der Flotte, bilden dort einen Großteil der Langstreckenflotte. Und das ist bei American Airlines, bei Delta oder bei British Airways natürlich anders gewesen und dort sollte die Ausflottung halt dann auch irgendwann mal wirklich vorbei sein. Und wirklich viel Geld in diese Flugzeuge nochmal zu investieren, machte da einfach in den letzten Jahren keinen Sinn mehr. Was manche aber gar nicht unbedingt auf dem Zettel haben, ist, dass die Boeing 767 trotz ihres Alters, trotz ihrer mittlerweile schon seit einigen Jahrzehnten vergangenen Entwicklung, einiges drauf hat. Das Flugzeug kann ein bisschen was und einige Eckwerte der Maschine wirken auch heute noch immer einigermaßen frisch. Und dafür gehen wir jetzt mal kurz zurück auf Anfang. Die Boeing 767, dieser Flugzeugtyp, ist das erste Mal in Form der 767-200 im Jahr 1981 geflogen. Das ist fast 40 Jahre her. Und nur mal so kurz zur Einordnung auf der Seite des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Da gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig viel. Der Airbus A300 als erster wirklicher Airbus überhaupt, der wurde einige Jahre zuvor im Jahr 1974 das erste Mal bei einer Fluggesellschaft in Dienst gestellt. Aber der Airbus A310 beispielsweise als Langstreckenweiterentwicklung aus dem A300 heraus, der befand sich Anfang der 80er Jahre tatsächlich noch in der Entwicklung und ging dann kurz nach der 767 auf den Markt. Airbus war, so komisch das auch klingen mag, tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der Boeing 767-Entwicklung noch keine wirklich große Nummer am Markt, sondern sie waren eher jetzt gerade ganz neu mit dabei. Aber gut, die Amerikaner entwickelten dann also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die 767. Und diese Maschine war anfangs gedacht als 707-Ersatz und war tatsächlich im frühen Planungsstadium auch mal als dreistrahlige Variante vorgesehen. Das war natürlich großes Glück für Boeing, dass sie das jetzt eben genau nicht gemacht haben, sondern das Flugzeug dann letztendlich mit zwei Motoren gebaut haben. Und man kann durchaus sagen, dass Boeing zu dieser Zeit bei der Entwicklung der 767 Effizienz und auch möglichst günstige Betriebskosten auf einem ganz anderen Level priorisierte, als das andere Hersteller mit anderen Flugzeugen zu dieser Zeit gemacht haben. Boeing peilte damals ganz optimistisch mit ihrer neuen 767 mal eben eine Betriebskostenersparnis von 20 bis 30% im Vergleich zu anderen Flugzeugen in dieser Größenordnung aus dieser Zeit an. Das sind unfassbare Werte, Werte, die natürlich dann auch irgendwo die Lebensdauer dieser Maschine bestimmen und dementsprechend ja auch die Verweildauer des jeweiligen Flugzeugtypen in einer Flotte irgendeiner Airline rechtfertigen. Aber wie wollte man das jetzt bitte zur damaligen Zeit anstellen? Wie wollte man ein Flugzeug bauen, das mal eben 20 bis 30% und damit ja fast ein Drittel effizienter ist als alles andere, was durch die Gegend fliegt?
Naja, man kann schon sagen, dass Boeing in der Entwicklung der 767 und damit verbunden ja auch in der Entwicklung der 757 sehr clever war und ganz einfach auf Punkte gesetzt hat, die uns jetzt zur heutigen Zeit vollkommen normal vorkommen und absolut sinnvoll vorkommen. Aber zur damaligen Zeit war das doch ziemlich neu. Das sind dann so Stichpunkte wie Kommunalität. Man entwickelt 767 und 757 gemeinsam. Das heißt, man entwickelt zwei Flugzeuge, die das gleiche Cockpit haben, die sich die gleiche Avionik teilen, die von einem Piloten mit einem Type Rating, mit einer Musterzulassung geflogen werden können. Dazu bereits computerunterstützte Designentwürfe, viele Modelle, die man dann über mehrere tausend Stunden im Windtunnel getestet hat. All das, was heute absolut selbstverständlich ist, wenn es darum geht, ein Flugzeug zu bauen. Ist doch klar, dass man dann vielleicht mal ein Modell draus macht und das vielleicht mal im Windtunnel auch mal nach links und rechts dreht und guckt, wie es sich dann verhält. Ganz einfach, weil Effizienz mittlerweile so einen hohen Stellenwert nach der Sicherheit erreicht hat, dass man da alle Eventualitäten vorher klären möchte. Und das hatte man bei Boeing eben schon zu dieser Zeit vor knapp 40 Jahren auf der Liste. Beziehungsweise ganz oben auf der Liste. Und das eben in einer Zeit, in der eigentlich alle Fluggesellschaften und auch Passagiere nur darauf warteten, ob es jetzt vielleicht nochmal einen Flugzeughersteller gibt, der es schafft, ein größeres Flugzeug als die Boeing 747 zu bauen. Aber gut, da geht es dann um Details wie beispielsweise eine vergleichsweise große, superkritische Tragfläche beziehungsweise ein superkritisches Tragflächenprofil. Klingt komisch, heißt aber so, beschreibt ganz einfach eine Tragfläche, die verdammt viele Vorteile mitbringt für Flugzeuge, die knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit fliegen sollen. Heute gibt es das alles auf einem sehr hochentwickelten Standard. Damals zu dieser Zeit bei Verkehrsflugzeugen gab es das zwar auch schon, war aber doch in diesem Ausmaße noch recht neu. Und hatte einen großen Nachteil, und zwar war die Entwicklung einer solchen Tragfläche vergleichsweise komplex, sorgt dann aber eben wieder auch dafür, dass die Boeing 767 in der Entwicklung wichtige Effizienzpunkte sammeln konnte und damit halt eben auch ganz einfach langlebig wurde. Und wenn wir gerade schon mal kurz über Cockpitbesatzung gesprochen haben, über Piloten, davon sitzen in einer Boeing 767 üblicherweise zwei. Also da vorne im Cockpit sitzen zwei Leute. Klar, ist vollkommen normal in einem Verkehrsflugzeug, könnte man jetzt meinen, aber zur damaligen Zeit war das eben nicht normal. Ein Flugzeug mit über 200 Gästen an Bord über den Atlantik zu schießen, das machte man damals eigentlich nicht ohne einen Flugingenieur. Die 767 zeigte aber damals mit moderner Technik, dass das mittlerweile besser geht. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für das Thema Betriebskosten eines solchen Flugzeuges. Gut, kleiner Funfact am Rande, Boeing brachte damals für die 767 das Flight Engineer Panel oder ja, halt eben diesen Cockpit-Bereich für den Flugingenieur noch als Option. Und es gab tatsächlich auf der ganzen Welt nur eine einzige Fluggesellschaft, die diese Option dann auch ankreuzte und so einen Flugingenieurplatz in der 767 installieren ließ. Ganz einfach, weil man noch nicht so richtig auf die Funktion des neu entwickelten ICAS, des Engine Indication and Crew Alerting System der 767 vertraute. Viele andere Fluggesellschaften, die sich zu dieser Zeit für die 767 entschieden haben, gingen mit diesem Flugzeugtypen dann eben auch den Schritt zu zwei Piloten auf der Langstrecke. Und klar, das hat sich absolut durchgesetzt und ist, wie gesagt, ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Thema Effizienz und Betriebskosten. Nächster wichtiger Punkt, den wir eben schon mal kurz angeschnitten haben, die zwei Triebwerke der Boeing 767. Prinzipiell kann man, vorsichtig, ganz einfach erstmal sagen, dass die Boeing 767 mit den gleichen Triebwerken fliegt wie auch die Boeing 747. Nur dass die 767 eben zwei Triebwerke weniger benötigt. Die sogenannten Thrust Ratings, also die letztendliche Schubkraft, die ein solches Triebwerk entwickeln kann, das war dann nochmal von Modell zu Modell unterschiedlich. Letztendlich sind es dann aber doch die 747 Triebwerke und das waren dann die CF6 Triebwerke von General Electric, bei der 300er Version dann auch noch das RB211 von Rolls-Royce und das PW, also das Pratt & Whitney PW4000 Triebwerk. Das gab es auch für 747 und 767. Ist aber auch alles gar nicht so wichtig. Viel interessanter ist eben, dass das halt nur zwei Triebwerke waren. Zwei Triebwerke, um damit ein Flugzeug über den Atlantik zu schieben, das ist heute wieder vollkommen normal, war es aber eben zur damaligen Zeit noch nicht. So, und jetzt habe ich eben schon mal kurz gesagt, eventuell war man da mit der 767 doch ein bisschen der Zeit voraus, weil das Flugzeug konnte nach Indienststellung im Jahr 1982 das volle Potenzial noch gar nicht unbedingt nutzen. Als 767-200, die ja, mit Mühe und Not ein paar interessante Atlantiküberquerungen, ein paar interessante Atlantikstrecken hinbekommen hätte, wurde das Flugzeug eigentlich erst einmal hauptsächlich auf Inlandsrouten innerhalb der Vereinigten Staaten eingesetzt.
Aber das Potenzial war eben da und so kam es dazu, dass Boeing nicht mal ein Jahr nach Inbetriebnahme der Boeing 767 eine Extended Range Variante auf den Markt warf. Eine 767-200ER, die dann eine Reichweite von, je nachdem wie das Ding dann ausgestattet war, von etwa 12.000 Kilometern ermöglichte. Das waren Reichweitenwerte, die eigentlich bis dahin den größeren Flugzeugen vorbehalten waren. Um das jetzt auch wirklich effizient und vernünftig nutzen zu können für Atlantiküberquerung, war es die 767, die die sogenannten ETOPS-Ratings voranbrachte. Waren vorher nur 90 Minuten vom Ausweichflughafen möglich, wenn man mit einem zweistrahligen Flugzeug den Atlantik überqueren wollte, erlangte jetzt die Boeing 767-200 der TWA als erstes ein ETOPS-120-Rating. Das sind schon mal 30 Minuten mehr. Und dann mit den CF6-Triebwerken bekam die Boeing 767 im Jahr 1989 dann eine ETOPS-180-Zulassung, was für Atlantiküberquerung hervorragend gut zu gebrauchen ist. Und eben genau das machte das zweistrahlige Flugzeug jetzt perfekt für solche Verbindungen. In dieser Zeit wurden gerne mal etwas, ja, verschwenderisch könnte man schon sagen, etwas übergroße Flugzeuge auf allen möglichen Langstrecken, die man damit so ermöglichen konnte, eingesetzt. Und genau an der Stelle grätschte jetzt einfach mal die gut proportionierte Boeing 767 dazwischen. Das Flugzeug ließ sich gut füllen, konnte viele Flughäfen miteinander verbinden, die man sonst vorher nicht miteinander verbinden konnte. Und das alles eben mit einem oder sogar mit zwei Triebwerken weniger. Tja, das war ein neues Level an Effizienz und an Möglichkeiten, an Sparsamkeit, um über den Atlantik zu kommen. Und ein wirklicher Erfolg für Boeing, das muss man auch dazu sagen, die es ja knapp zwei Jahrzehnte zuvor schon mal geschafft hatten, den Verkehr über den Atlantik zu revolutionieren und einfach ein sparsames Flugzeug zu bauen, weil sie es unfassbar groß gebaut haben. Das war einfach die 747. Ja. Und jetzt muss man die 767 vielleicht nicht mehr unbedingt als 707 Nachfolger sehen, sondern eher als Vorgänger, als Vorreiter für Flugzeugtypen wie die 787 oder sogar den Airbus A350. Noch ein Funfact an der Stelle für zwischendurch. Ich meine, es ist aktuell der Airbus A350, der das zurzeit höchstmögliche ETOPS-Rating, ein ETOPS-370-Rating hält. Das, ja, bedeutet dann so ungefähr genau gar keine Einschränkung mehr, wenn man mit dem Ding über den Atlantik oder sonst wohin fliegen möchte. Aber gut, 767. Was viele vielleicht auch gar nicht wissen, neben der 777, neben der 787, der 737 und ja jetzt auch noch der 747, baut Boeing zum aktuellen Zeitpunkt durchaus noch neue Boeing 767. Und das knapp 40 Jahre, nachdem man den ersten Typen davon zusammengehämmert hat. Das ist schon eine ganze Weile her, das Ding hat wirklich lange durchgehalten und das heißt, es besteht noch eine 767 Produktionslinie, allerdings baut man die Maschine nur noch als Frachter. Tja, und jetzt kommt die Idee. Die Produktionslinie existiert also noch, moderne Triebwerke gibt es in Form der GEnx Triebwerke für die Boeing 787, obwohl die natürlich jetzt für die 767 schon noch ein bisschen abgespeckt werden könnten, also kleiner werden könnten, weniger kraftvoll werden könnten und dementsprechend auch etwas weniger Sprit verbrauchen könnten. Aber kann auf jeden Fall funktionieren, das klingt schon mal nicht allzu abwegig. Und moderne Systeme, moderne Cockpit-Systeme, aber auch so Sachen wie die Boeing Raked Wingtips, das gibt es alles schon für die 767, allein dadurch, dass man die 767-400 Ende der 90er Jahre entwickelt hat. Obwohl ich glaube, dass die 300er Größe der 767 für die meisten Fluggesellschaften interessanter ist. Denn seien wir mal ganz ehrlich, und ich glaube, es ist ganz interessant, mal darüber nachzudenken. Und versteht mich da bitte wirklich nicht falsch, das ist in keiner Form böse oder wertend oder gut für den einen, schlecht für den anderen gemeint. Aber Boeing steuert zum aktuellen Zeitpunkt mit ihrer Produktpalette, mit ihren Flugzeugen in eine Situation, in der man schon etwas schlechter aufgestellt ist als der europäische Konkurrent. Wie gesagt, versteht mich da bitte wirklich nicht falsch, Airbus war jahrzehntelang gar nicht da und eben, wir haben es gerade gesehen, zu der Zeit, als Boeing die 767 entwickelt hat, da ja, hat Airbus nicht wirklich ein fähiges Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen können. Der A310 ist damals gegen die 767 auf ganzer Linie gescheitert. Und wenn Boeing jetzt im Hintergrund fleißig an Flugzeugen werkelt, die irgendwann im übernächsten Jahrzehnt dann auf den Markt kommen sollen, dann aber wirklich revolutionär sind, wirklich tolle Werte liefern können, dann kann es auch gut sein, dass es genau wieder so aussieht. Boeing steht dann deutlich besser da mit modernen Flugzeugen, die Airbus vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu Ende entwickelt hat, weil sie sich jetzt gerade eben mit ihrer aktuellen Produktpalette beschäftigen und da eben aus der A320-Familie, aus dem A330 mit den jeweiligen Neos irgendwie noch das Beste rausquetschen wollen.
Das geht dann über die Jahre so hin und her. Aber man muss halt sagen, dass Airbus zum aktuellen Zeitpunkt mit dem, was sie da liefern können, verdammt gut fährt. Und das auch bei amerikanischen Fluggesellschaften, die lange als teuer Boeing-Kunde gehandelt wurden. An der Stelle macht es, glaube ich zumindest, also durchaus Sinn, mal über eine Reaktivierung der Boeing 767 als Passagierflugzeug nachzudenken, beziehungsweise das Ganze wenigstens mal durchzurechnen. Denn wir haben jetzt in den letzten 10 Minuten über zahlreiche Punkte gesprochen, die man bei der 767 damals ganz einfach besser gemacht hat, als das, was andere Flugzeughersteller bei anderen Flugzeugen zu dieser Zeit gemacht haben. Und das kann, denke ich, durchaus reichen, um heute nochmal was Gutes auf den Markt zu bringen und bei der ganzen Sache nochmal mitzuspielen. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich bin bei dem Thema sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt gerne was in die Kommentare, freue ich mich drauf. Und ansonsten geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Markus. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr, das weißt du. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.